Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Diesmal zeige ich euch, wie man iOS 7 jailbreaken kann. Und das funktioniert auf allen Geräten, auf denen iOS 7.0 bis iOS 7.0.4 läuft. Bevor ihr anfangt, solltet ihr euer iPhone wiederherstellen, damit ihr keine Fehler habt. Wer over the air geupdatet hat, das heißt über das iPhone, dann in den Einstellungen und da auf Software Updates, da kann es eventuell Probleme geben, deshalb lieber in iTunes auf Wiederherstellen klicken, damit ihr eine saubere Version von iOS 7 draufkriegt. Bitte nicht auf Wiederherstellen klicken, wenn es eine neuere Version von iOS 7 gibt, zum Beispiel iOS 7.0.5, die nicht unterstützt wird, weil da ihr in diesem Fall euer Gerät nicht mehr jailbreaken könnt. Damit würde ich das trotzdem einfach so probieren. Wie gesagt, iOS 7.0 bis 7.0.4 wird auf jedem Gerät unterstützt, außer dem iPad 2 Wi-Fi Edition, da gibt es noch Probleme. Ansonsten wird alles unterstützt und wir fangen einfach mal an. Ihr müsst einfach das Gerät anschließen, das Programm öffnen in Version 7, Download-Link findet ihr in der Videobeschreibung und wir klicken einfach nur auf Jailbreak. Das dauert ein Weilchen, bis Remote Packages runtergeladen werden. Das hat einfach mit der Funktionsweise zu tun. Wenn ihr wollt, dass ich euch ein Video, mache, wo ich euch erkläre, wie genau der Jailbreak funktioniert, schreibt es mir auch in die Kommentare. Kommentare lese ich mir immer durch und ja, wir warten einfach einen Moment, bis der Jailbreak hier seine Arbeit macht. Viel müssen wir nicht machen, an einer bestimmten Stelle müssen wir einfach nur auf ein Icon klicken. Und der Rest geht ganz von alleine. Ich spule euch das teilweise hier ein bisschen vor, damit das Video insgesamt ein bisschen kürzer wird. So, jetzt wird das Gerät neu gestartet und wir müssen aber weiterhin erstmal nichts machen. So, jetzt ist das iPhone neu gestartet. Es wird zwar immer noch der Apfel angezeigt und jetzt müssen wir das iPhone entsperren. Und ja, was ich eigentlich vorher hätte sagen sollen, es wäre gut, wenn ihr vor dem Jailbreaken den PIN-Code hier wegmacht. Ich glaube aber, das ist nicht ganz so schlimm, wenn ihr den da gelassen habt. Einfach iPhone entsperren und auf... Hoppla. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist auf das Icon klicken, einmal drauf drücken und das reicht dann schon. Und wir sehen, es geht weiter. So, jetzt müssen wir unser Gerät nur noch entsperren. Und gesperrte SIM-Karte, okay. Und jetzt müsste das eigentlich weitergehen. Und es geht auch weiter. Gut. Und das war's auch schon fast. Jetzt wurde das Gerät gejailbreakt. Hier können wir schon auf Exit klicken. Und weiter geht's da nur noch auf dem iPhone bzw. iDevice. Ihr könnt ja auch ein iPod oder iPad jailbreaken. Und wir sehen hier schon den Evasion Screen. Beim Rebooten kommt dieses Logo, Reading Kernel. Das kommt nur beim ersten Reboot nach dem Jailbreaken, also jetzt. Wenn man dann das Gerät danach ausschaltet und wieder anmacht, was übrigens kein Problem ist, da es ein Anteil der Jailbreak ist, kommt nur noch der Apfel
und nicht mehr dieses Logo. Und dann kann man das Gerät ganz normal benutzen. So, jetzt ist unser Gerät gejailbreakt und wir können es entsperren. Okay, und hier sehen wir auch schon Cydia. Beim ersten Start vom Cydia wird das Dateisystem vorbereitet. Das dauert einen Moment. So, nachdem das fertig ist, wird das Gerät kurz respringt. Und dann sind wir auch schon fertig. Jetzt können wir das wieder entsperren. Cydia öffnen. Und hier werden wir gefragt, wie wir sind. Wir wählen Benutzer und fertig. Und hier sehen wir auch schon die Cydia-Startseite mit dem neuen Design von Cydia. Und ja. Das war's auch schon von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.